Rennen. Autor D. Seltsamkenzi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsamkenzi in Lübin am Mittelmeer gedreht. Murrenen, Murrenidae, sind eine Familie aalartiger Knochenfische, die mit etwa 200 bisher bekannten Arten in flachen tropischen und subtropischen Meeren verbreitet sind. An den Küsten des südlichen Europa leben zwei Arten, die Mittelmeermuräne, Muraena helena, und die braune Muräne, Gymnothorax unicolor, eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Besonders häufig sind Muränen in den tropischen Korallenriffen. Bei den Marianen und bei den Marshallinseln werden 54 Arten gezählt. In den Gewässern um Hawaii sind sie mit 32 Arten nach den Liebfischen, Labridae, die artenreichste Fischfamilie. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu. Da Muränen die paarigen Flossen und der Kiemendeckel fehlen, ähneln sie äußerlich Schlangen. Muränen werden 17 cm bis 4 m lang, Strophidon satite. Muränen sind lang gestreckt und seitlich abgeflacht, die Anzahl der Wirbel liegt normalerweise zwischen 110 und 200, maximal sind es 260. Der Körper ist muskulös, besonders der Nacken. Die Färbung ist oft bräunlich oder schwärzlich-purpurn, tropische Arten sind häufig bunt gemustert oder hell. Die Brust- und Bauchflossen sind schon bei den Larven vollständig verschwunden, im Gegensatz zu anderen Aalartigen ohne paarige Flossen, die diese im Larvenstadium noch besitzen. Der Schultergürtel ist zu einer dünnen Spange reduziert, Ursprung von Pharyngealmuskeln. Die Haut ist schuppenlos und von einer dicken, an der Luft klebrigen Schleimschicht überzogen, die die Tiere beim Gleiten durch scharfkantige Felsen oder Korallen vor Verletzungen schützt. Bei der indopazifischen Geldmaulmuräne, Gymnothorax nudivoma, wurde ein giftiges Hautsekret gefunden. Das Blut der Muränen ist wie das vieler, vielleicht aller anderen Aalartigen durch hämolytische Proteine giftig. Das Gift kann durch Erhitzen über 75 Grad Celsius zerstört werden. Eckige Klammer auf 4 eckige Klammer zu. Das Seitenlinienorgan der Muränen ist auf 1 bis 3 Porenreihen am Kopf und 1 bis 2 Poren in der Kiemenregion reduziert. Bei einigen Arten sind die Poren weiß eingefasst und gut zu erkennen. Der Pharyngealkiefer. Die Maulspalte ist tief, reicht bis weit hinter das Auge und ist mit zahlreichen Zähnen besetzt. Neben den normalen Zähnen auf dem Kieferrand besitzen viele Arten noch spitze Knochenfortsätze in der Mitte des Oberkiefers. Der Schädel weicht in dieser Region stark von dem der anderen Teleostea ab. Diese Pseudozähne werden bei geschlossenem Kiefer umgeklappt. Die Zähne sind ein wichtiges Merkmal bei der Unterscheidung der Gattungen und Arten. Im Schlund der Muränen sitzen die nur von Muskelbändern gehaltenen sogenannten Schlund- oder Pharyngealkiefer, die Teilen von Kiemenbögen entsprechen und dabei helfen, größere Futterbrocken in Richtung Magen zu ziehen, eckige Klammer auf 5 eckige Klammer zu. Die hinteren Nasenlöcher sind bei der Panthermuräne röhrenartig verlängert. Die Kiemenöffnungen liegen weit hinten am Kopf und sind klein und oval. Die Kiemendeckel fehlen. Dafür sind aber die Branchios digitalradien, die die Kiemenmembran aufspannen, zahlreich und gut entwickelt. Muränen müssen das Wasser deswegen und weil das Suspensorium kaum beweglich ist, durch regelmäßiges Öffnen und Schließen des Mauls durch die Kiemen pumpen, ein Verhalten, das von Tauchern oft fälschlicherweise als Drohen angesehen wird. Drohen die Fische wirklich, reißen sie ihr Maul weit auf und verharren so, bis die Gefahr vorüber ist. Muränen haben 4 Nasenlöcher, von denen 2 an der Schnauzenspitze, die beiden anderen über den Vorderrändern der Augen sitzen. Die Nasenlöcher sind durch ein faltiges Kanalsystem miteinander verbunden, was eine große innere Oberfläche gibt und den Fischen einen ausgezeichneten Geruchssinn verleiht. Sie sehen dafür sehr schlecht. Sowohl die vorderen als auch die hinteren Nasenlöcher können röhrenartig verlängert sein. Die vorderen ragen dann über die Schnauzenspitze, die hinteren wirken wie Hörner zwischen den Augen. Die Nasenlöcher sind auch das sicherste Unterscheidungsmerkmal zu den ähnlich aussehenden Schlangenaalen, Ophichthyidae, denen ebenfalls oft die Brustflossen fehlen.
Alle vier Nasenlöcher der Schlangenale sitzen an der Schnauzenspitze, zwei von ihnen enden in nach unten gebogenen Röhren. Alle Muränen leben mehr oder weniger versteckt in Höhlen, Felsspalten und Korallenriffen und verlassen höchstens nachts zur Jagd vollständig ihren Unterschlupf. Sie schwimmen mit Hilfe schlängelnder Bewegungen des ganzen Körpers. Tagsüber ragt meist nur der Kopf aus dem Unterschlupf. Muränen sind standorttreu und suchen immer wieder dasselbe Versteck auf. Größere Muränen haben auch mehrere Unterschlüpfe, die bis zu 200 Meter weit auseinander liegen können. Höhlensysteme können von einzelnen oder von mehreren Muränen, manchmal auch von verschiedenen Arten bewohnt werden. Muränen leben oft dauerhaft mit Putzerlippfischen oder Putzergarneln zusammen. Von diesen lassen sie sich säubern und im hierfür geöffneten Maul zwischen den Zähnen befindliche Speisereste entfernen. Die Putzer werden nicht gefressen. Die Arten der Gattungen Anarchias und Uropterygius, die alle relativ klein sind, verlassen ihren Unterschlupf so gut wie nie und jagen auch ausschließlich in Höhlen und Spalten. Sie sind deshalb so gut wie nie zu sehen und ihre Lebensweise ist weitgehend unbekannt. Einige Muränenarten dringen in Südostasien und Nordaustralien in Brackwasser- und Flussmündungen vor, die Goldstaubmuräne, Gymnothorax teil, und die Leopardmuräne, Gymnothorax polyranodon, auch in Süßwasser. Die Leopardmuräne wurde schon 30 Kilometer landeinwärts in Flüssen gefunden. Keine Muräne lebt jedoch auf Dauer im Süßwasser, die Fortpflanzung findet immer im Meer statt. Alle Muränen sind Raubfische und ernähren sich ausschließlich karnivor. Ausgesprochene Nahrungsspezialisten gibt es nicht. Die verschiedenen Arten ernähren sich jedoch bevorzugt, je nachdem, ob sie spitze oder abgerundete Zähne haben, von Fischen und Kopffüßern oder von hartschaligen, wirbellosen Tieren, wie Krebstieren. Nur wenige Arten fressen Muscheln, Schnecken oder Segel. Fischfresser sind vor allem die Arten der Gattungen Enkeleucore und Muräna, sowie viele Arten der Gattung Gymnothorax. Echidna und Gymnomuräna fressen vor allem hartschalige Tiere. Die Fische jagen vor allem in der Dämmerung oder nachts, größere Exemplare nur jede zweite oder dritte Nacht oder noch seltener. Dabei spielt ihr gut entwickelter Geruchssinn eine große Rolle. Sie fressen auch Aas. Bei einigen Arten der Gattungen Echidna und Gymnothorax wurden bei Aquarienbeobachtungen eine spezielle Verhaltensweise festgestellt, die sonst nur noch bei Schlemalen vorkommt. Zum Abreißen von Nahrungsstücken aus größeren, toten Fischen bilden die überaus beweglichen Tiere einen Knoten und ziehen dabei den Kopf durch die entstehende Knotenschlinge. Diese drückt nun auf die Beute und bildet ein Widerlage beim Herausreißen von Fleischstücken. Die gleiche Technik wird benutzt, um Beute aus engen Spalten zu ziehen. Einige Arten haben dazu auch besonders schmale Mäuler. Über die Fortpflanzung der Muränen ist sehr wenig bekannt. Bei einigen Arten, so bei der Geistermuräne, Rhinomuräna quesita, und der Sternfleckenmuräne, Echidna nebulosa, wurde ein Geschlechtswechsel festgestellt, der zudem mit einem Sexualdimorphismus einhergeht. Balzende Muränen richten sich auf, umschlingen sich mit den Körpern und reißen das Maul weit auf. Die Riesenmuräne, Gymnothorax javanicus, legt 200.000 bis 300.000 Eier, die nach dem Aufquellen einen Durchmesser von 5 mm haben. Ein weidenblattförmiges Larvenstadium, Leptocephalus, wie es für die meisten aalartigen Fische typisch ist, scheint bei den Muränen zu fehlen. In manchen Gegenden sind Muränen beliebte Speisefische. Der Verzehr besonders großer Arten kann allerdings zu Kiguat-Era-Vergiftungen führen, da sie als Endglied der Nahrungskette Gifte in ihrem Fleisch anreichern. In stark touristisch frequentierten Korallenriffen werden Muränen oft von Menschen gefüttert. An Fütterung gewöhnte Muränen verändern ihr natürliches Verhalten, jagen nicht mehr und können Tauchern gegenüber aufdringlich werden, auf sie zuschwimmen und nach ihnen schnappen.